Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die und wir haben es gleich 22 Uhr, wie ihr seht, Tag 42, das heißt die Nacht heute steht bevor und wir haben natürlich Blutmond, auch wenn ich dem doch dahin sage, oh, herrlich, herrlich, endlich wieder Blutmond und ja, mal gucken, was hier abgeht, ob wir sie tatsächlich wieder hier oben durchbrechen oder ob wir uns dann mal ins Erdgeschoss begeben, Richtung Straße, denn sie sollten jetzt kommen. Allah. Okay. 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 Ich würde mal behaupten. Doch, doch, da sind sie. Ich höre zumindest einen. Ah, da sind sie. Also zumindest eine. Wo kommen die jetzt her? Da vorne ist einer. Und hier rechts ist eine Uschi. Meistens immer, wenn sie von dieser Seite aus angegriffen haben. Ja, doch ein paar kommen durch. Aber das hält sich in Grenzen. Ein paar wenige kommen durch. Ich sehe sie noch nie. Hallo. Hallo, mein Freund. Auch du fändest da. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal runter an die Straße. Ich schätze mal, da werden sie sein. So, zack, zack. Dann gehen wir nochmal unten duschen. Lalalala, da sie nämlich über die steile Seite kommen und ich höre sie schon. Sind sie nämlich hier. Da sind sie nämlich. Aber ich sehe sie nicht. Das ist das noch das Dramatische. Da sind sie alle. Hallo. Tja, da kommt ihr nicht weiter, ne? Alter, wie hoch kommen die denn bitte? Naja, gut, okay. Gut. Da können sie sich nochmal hochbacken. Doch, das ist möglich. Ja, ja. Oh, wow, wow, wo kamst du denn her? Ich weiß, wo du herkamst, ich weiß, wo du herkamst. Mach! Ich geh gleich drauf. Natürlich, was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Natürlich, die buddeln sich nach, oder was heißt, die buddeln sich, die laufen nach oben, die backen sich nach oben. Und was passiert dann? Die lassen sich fallen und dann landen sie natürlich auf der Plattform. Natürlich. Das ist aber... Ja. Das aber doch... Doch etwas scheiße, muss ich sagen. Weil das bedeutet nämlich, dass es hier auch nicht so wirklich sicher ist, was ich hier gebaut habe. Naja, gut, es ist ja nun auch bei weitem nicht fertig, ne? Also eigentlich sollte hier eine schöne Rampe hin und richtig schön mit Drawbridge und sowas alles. Das sollte ja alles auch kommen, ne? Aber naja. Und ich werde einen Teufel tun, die Hatches aufzumachen. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Haben wir irgendwie was? Weil die Zombies, die werden sicherlich hier unten irgendwo alle drin hocken. Da wird keiner hier außen rumrennen, die werden alle hier hocken. Deswegen war es ja eigentlich so mein Ansinn, wäre ich jetzt mal irgendwann fertig geworden, dann hätte ich hier eine Rampe gebaut, wie gesagt, mit Drawbridge und dann hätte ich hier alles, wirklich alles mit Spikes voll gemacht, so wie es da unten ist, aber dann wirklich richtig voll. Jetzt hängen sie alle hier in der Hedge fest. Was haben wir hier denn noch? Shotgun-Schematik? Oh, Shotgun-Schematik. Die können wir ja noch sogar noch gebrauchen. Zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. So, warte mal. Ich mache hier mal... bringt jetzt auch nicht viel mehr Licht. Ah, schon beschmerzt als... Ach, guck mal, da oben.
So, so fallen sie dann auch schon mal runter. Die kleben in der Wand drin. Die spawnen irgendwie. Die spawnen in der Wand drin. Wahrscheinlich ist da auch der andere Kerl da oben gespawnt. Nee, aber gut, ich meine, im Grunde genommen ist es ja so, wenn du. Die laufen jetzt hier an der Seite hoch, lassen sich hier runterfallen und kommen sich auf die Plattform. Das ist natürlich möglich. Na, ich kann hier leider nicht viel machen. Ich könnte jetzt die Hatch aufmachen und sie kommen lassen, aber das möchte ich eigentlich ungern tun. Ah, da unten nehmen sie Schaden. Da sieht man das schön, da die Spikes nehmen Schaden. Also da krepeln die rum. Ist ja noch einer über mir. Nicht, dass die mir gleich wieder auf den Kopf fallen hier. Da oben war das doch was, ne? Hab ich das gerade richtig gesehen? Mit dem Blitz. Guck mal, da buddeln sie auch ordentlich. Da muss man sich... Da, guck mal! Scheiße! Oh. Ich sag ja, die spawnen da oben, die kleinen Biester. Die spawnen da oben in der Wand und lassen sich dann fallen, logischerweise. Die kleinen Arschbacken. Ich finde das hier auch mit diesen... Vor der Funzel von der Wummel. Das sieht ja echt geil aus, ne? So mit den kleinen Partikeln da. Das sieht schon witzig aus. Da siehst du, da kommt der nächste. Die spawnen alle oben, da oben ist er. Ups. Manche fallen daneben, so wie er hier gerade. Und die anderen spawnen da oben und lassen sich dann fallen. Hauptsache, hier kommt kein Bär und spawnt hier oben hin. Das wäre echt der Hammer. Stell mal vor, hier oben spawnt ein Bär. Und der, na gut, wie weit kommt der? Der kommt ja eigentlich auch nur bis zur Leiter. Der kommt eigentlich nur bis zur Leiter. Kann eigentlich nichts passieren. Mechanical. Der hat nichts. Wenn wir erstmal die ganzen Leichen wegmachen. Nicht, dass wir flüchten müssen und nachher hier kleben bleiben. So, 1 Uhr haben wir es. Aber ich hätte hier mal genauso Fenster einbauen sollen wie oben in der Hauptbasis. Ist da klebt da einer? Nee. Da oben ist er. Siehst du da? Da steht einer. Der rauscht gerade ab. Wo kommt der denn hin? Auch schön, dass er direkt im Block reinbackt. Auch nett. Na, wart man ab. Warte mal. Ach, jetzt kommt er raus. Siehst du, jetzt hast du es. Puh. Ach so, okay. Und wahrscheinlich, und ich schätze mal, dass die Horde wahrscheinlich eh nicht so prall sein wird, weil ich habe jetzt, wollte gerade sagen, ich habe hier gar keine Spucker, nix, keine Feral-Zombies, überhaupt nix. Und woran nicht das? Na, woran nicht das? Liegt einfach an unserem Level. Natürlich. Guck mal, wir haben Level von Level von 4. Und bei Level 4, da kommt keine große Horde, ne, weil sich natürlich die, oh, warte mal, wir haben 48, da müssen wir uns erstmal heilen. Wir haben natürlich bei einem Level 4 haben wir natürlich wesentlich weniger und schwächere Zombies, weil ist klar, ne, die,
die Stärke der Zombies und generell der Zusammenbau der Horde, der liegt natürlich beim, unter anderem beim Level. Und da wir Level 4 sind, haben wir natürlich auch dementsprechend eine schwache Horde. Normalerweise, ich weiß nicht, welchen Level wir vorhatten. Wir waren, glaube ich, bei 80, 90 so in dem Dreh. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Aber ich glaube, wir waren irgendwie so bei Level 80, 90. Da kommen natürlich ganz andere Horden. Da kommen natürlich Spucker, da kommen Ferale. Da kommen natürlich wesentlich mehr Zombies, die auch ja, ein bisschen was auf Kasten haben. Oder zum Beispiel diese Militärzombies zum Beispiel. Und jetzt höre ich gar nichts. Sind die alle weg? Hallo? Sieht so aus. Sieht so aus, als wenn die alle verreckt sind. Da scheint nichts mehr zu sein. Da sehe ich auch momentan keine Zombies. Wir gehen mal oben gucken. Aber ich glaube, da sind keine mehr. Sonst hätten wir die schon mal wieder kreischen hören. Flupp. Momentan auch nix. Naja. Ja, ich sag ja, aufgrund der Tatsache, dass wir eben jetzt wieder neu gestartet haben, beziehungsweise neu starten mussten, dadurch haben wir eine wesentlich schwächere Horde. Hätte ich jetzt einfach nach wie vor weitergespielt, ob das nun bei der Mod gewesen wäre oder eben jetzt hier normal im Singleplayer ohne Mod, dann hätten wir auf jeden Fall auch eine 42er Horde gehabt. Jetzt, naja, es ist im Prinzip keine 42er Horde, sondern im Prinzip ist es eine 1er Horde, weil wir sind eben erst Level 4. Und es, die Hordenstärke, die richtet sich eben nicht nur nach dem Level, beziehungsweise doch eigentlich auch schon nach dem Level, aber ihr seht ja, wir sind Tag 43. Und bedeutet also, ja, das war's. Das war's. Das war die Nachthorde. Achso, das ist nur ein Stein. Tatsächlich, weil wir Level 4 sind, haben wir eine ganz schwache Horde bekommen. Logisch. Hatte ich jetzt gar nicht bedacht, ganz ehrlich gesagt. Ich dachte, okay. Hatte ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, okay, gut. Jetzt bist du ordentlich am Arsch, weil du bekommst eine starke Horde. Zum Glück haben wir eben noch Munition und die geeigneten Waffen dafür, die zurückzuschlagen, also die wirklich die 42er Horde zurückzuschlagen. Aber da ich ja Level 4 jetzt erst bin, kann ja nicht viel passieren. Stimmt, habe ich jetzt echt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ist aber auch vielleicht ganz gut so, weil ich musste ja wirklich jetzt alles von Anfang an lernen und... Das Dramatische ist ja jetzt auch, dass wir bei diesem Spielstand zum Beispiel kein Reload haben. Das heißt, ich müsste jetzt richtig weit laufen, um überhaupt erstmal wieder die Standardrezepte zu kriegen. Ne? Also das ist auch so ein Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Leute, an dieser Stelle muss ich mich leider endgültig von euch verabschieden, zumindest aus dieser Staffel. Und das wird dann auch so sein. Also falls ihr euch nochmal Hoffnung gemacht habt, dass ich vielleicht mich doch nochmal umentscheide. Nein, leider nicht. Also ihr werdet heute die letzte Folge 7 Days to Die in Alpha 15 auf meinem Kanal sehen. Im Singleplayer zumindest. Und ja, da müssen wir gucken. Wir warten erstmal, bis die Alpha 16 kommt. Und wie ich auch schon in den letzten Folgen gesagt habe, höchstwahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, machen wir morgen auf Twitch, zumindest bei mir läuft es auf Twitch, ein PvP-Event mit etwas um die 40 Spieler, mit mehreren Gruppen, die sich dann gegenseitig behaken. Das Ganze wird dann auf Nevisgain stattfinden. Normalerweise müsste jetzt im Laufe der Woche noch ein Trailer-Video kommen. Kann sogar sein, dass es schon zu diesem Zeitpunkt, wo ich das erzähle, schon hochgeladen ist. Müsste ich mal gucken. Ich muss nachher mal im Mail-Eingang mal gucken, ob da vielleicht schon was zu sehen ist, ob ich da den Trailer hochladen kann. Oh, guck mal, da muss auch noch einer. Oder eine. Och, bist du runtergefallen? Nee, bist du nicht. Sah gerade so aus, als wenn du runterfällst. Buch.
Ach, das war's schon. Okay, sehr schön. Ist da noch irgendwo einer? Nicht wirklich. Doch, da kommt eine. Deswegen kamen wahrscheinlich auch keine Zombies, weil ich den letzten Zombie noch nicht ausgeknipst hatte. Das kann es natürlich sein. Nee, und wie gesagt, dann haben wir auf Neverscan haben wir ein PvP-Event mit 40 Leuten. Und eine genaue Ankündigung wird dann, denke ich mal, jetzt noch die Tage folgen. Ich werde das auch nochmal bei meiner Steam-Gruppe nochmal online setzen. Auf Twitter werde ich euch nochmal informieren und dann ist es ja auch gleichzeitig dann auch noch auf Facebook. Also ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das wird sicherlich ganz witzig bei 40 Leuten. Da müssen wir mal gucken, wie viele Gruppen wir dann tatsächlich machen werden. Das liegt aber nicht in meiner Hand. Und ja. Wollen wir uns mal. Ne, warte mal, nehmen wir lieber die Pumpgun. So. Ruhe im Puff. Oh, wo ist denn hier der Scheiß? Ach, guck mal, da oben ist der Bär. Oh, voll in die Fresse geschossen. Soll ich den Bär auch noch runtergeballert kriegen? Der soll hier nicht in der Gegend rumkrepeln. Will ich dann auch mal einen Bären erschossen haben in dieser Staffel? War aber auch kein Zombie-Bär, mal, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und wir haben es 4 Uhr, jawohl, wir haben es überstanden. Welch Sensation. So. Oh, das hat wehgetan. So, und es regnet trotzdem noch. Super. Was? Ach so, ich dachte, der wird tot. Oh, jetzt hast du es aber hinter dir. Jetzt hast du es definitiv hinter dir. So. Ach gut, da ist ein bisschen Messing dabei. Nischt. Looten müssen wir natürlich auch mal ein bisschen. Wenigstens mal gucken. Ah. So. Wenigstens mal gucken, was wir hier denn so schönes. Was wir so schönes haben hier. Nix. Naja, gut. Ja, ein bisschen haben sie ja dabei, so ist es ja nicht. Oh, die haben uns die Leitern weggeknoppt. Gekloppt, geknoppt, geknoppt. Jürgen Knopp. Klopp. Nein, weggekloppt und. Also müssen wir außenrum. Das ist ja auch nicht das Thema. So, einmal weggeknoppt. Aufräumen erspare ich mir ausnahmsweise mal. So. Tschup, 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 tschup. Das war, glaube ich, das. Dann können wir mal links hoch. Macht der nicht auch noch einer? Stimmt, den haben wir gerade erschossen. Und der Bär liegt da oben. Tja, da liegt er gut. Da liegt er wirklich gut. Mal gucken, ob wir den noch geharvestet kriegen. Gut, dann würde ich auch mal sagen, wir sind am Ende einer Folge. Ich hatte euch ja versprochen, wir spielen auf jeden Fall noch die 42er Horde im wahren, war es eigentlich eine 1er Horde aufgrund unseres Levels. Hat leider alles zum Ende in der Staffel nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich nur mal kurz in die Mod reingucken und naja, dann hat es mir dann letztendlich das Safe Game zerschossen, weil ich nicht richtig abgespeichert habe. Ne? Die großen und die monströsen 3S in der Computertechnologie kann man jetzt nicht sagen, in der Computerlandschaft speichern. Ja, das ist, kommt davon, wenn man da eben nicht sorgfältig genug arbeitet. Das ist halt leider so. Trotzdem haben wir die 42er Horde gesehen. Ich räume da vorne nochmal schnell auf. Oh, Alter. Ist da was drin?
Mysteriös. Ich glaube nicht. Ich höre da zumindest nichts. Das soll es gewesen sein. Nach der 42er Horde. Gleichzeitig auch mein Staffelfinale. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter gespielt, wenn, oder ich hätte vielleicht noch die eine oder andere Folge gemacht, wenn das jetzt nicht mit dem Safe Game nicht gewesen wäre. Aber ich müsste jetzt tatsächlich wirklich von vorne anfangen. Also entweder ganz von vorne anfangen. Oder hier müsste ich dann ja auch alle Rezepte wieder neu lernen, komplett neue Skills und so weiter. Und ganz ehrlich gesagt, da habe ich jetzt gegen Ende der Staffel gar keine Lust zu. Mal sehen, vielleicht machen wir mal so Just for Fun nochmal einen Livestream. Sollte es sich ergeben, dass die Alpha 16 doch noch länger auf sich warten lässt, als momentan angekündigt. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen sollten, so hier erst Anfang Mai oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht mal zusammen ein For Fun Game starten. Das könnte ich mir dann doch noch vorstellen. Aber das ist alles reine Spekulation, wie so vieles. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch für eure Treue, fürs Zuschauen, für eure ganzen Daumen hochs in der gesamten Staffel. Natürlich auch für meinen gesamten Kanal, aber hauptsächlich jetzt natürlich für 7 Days to Die. Für eure ganzen Kommentare, wie gesagt. Und schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr das Ganze mit mir erlebt habt. Und ich hatte mir eigentlich noch ein bisschen mehr vorgenommen, obwohl das Haus schon gar nicht verkehrt aussieht, aber ich wollte das Dach oben noch fertig machen. Dann unten, wie gesagt, die Straße, alles noch voller Spikes, machen mir eine vernünftige Drawbridge hinbauen, um mal so einen Übergang zu haben und eine vernünftige Garage nachher zu haben für das Minibike und so weiter und so fort. Ja, so viele Sachen, die hier noch auf dem Zettel stehen, ist alles nicht immer alles so leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Wir freuen uns und ich hoffe, ich kann euch da mit gutem Wissen und Gewissen damit einbeziehen. Alpha 16 wird kommen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, auch wenn ich, wie ich auch schon in den letzten Folgen gesagt habe, aufgrund der Ankündigungen im Blog jetzt vielleicht nicht so überzeugt bin und es vielleicht auch nicht unbedingt die beste Alpha wird, aber es wird auf jeden Fall eine gute Alpha werden, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei euch für eine tolle 7. Staffel, Alpha 15. Ach ja, das sollte ich ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bevor ich dann die Spikes reinlatsch. Ich werde entgegen der Gewohnheit, werde ich mal mein Zuhause nicht in die Luft sprengen für den Fall der Fälle. Und müssen wir mal gucken. Ne? Also müssen wir mal sehen, was da jetzt noch die Tage kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit euch in die Alpha 16 zu starten. Auch da wird es natürlich wieder ein Tutorial-Video zu geben. Beziehungsweise, was heißt ein Tutorial-Video? Erstmal gibt es ein Patch-Note-Video. Das gibt es erstmal zuallererst. Erstmal ein Patch-Note-Video. Und ach, mir ist ein Bein gebrochen und ich unterbreche mich ständig selber. Ist ja kein Wunder, dass hier alles so krumm und schief läuft. Und es wird auf jeden Fall ein Patch-Note-Video kommen, pünktlich. Und dann werde ich natürlich ein frisches Tutorial-Video machen. Das wollte ich eigentlich schon in der A15 machen. Aber leider hat das irgendwie nicht so ganz geklappt, weil ich mir selber erstmal die ganzen Systeme, so wie die Chemical Station, Workbench und so der ganze Krempel, damit ich mir das selber mal angucken kann und irgendwie kam ich irgendwie nie dazu. Aber mit der Alpha 16 wird das definitiv was Neues geben, zumal es da ja auch Strom gibt. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Und ansonsten mal gucken, was es da noch so eine Alpha 16 alles Neues geben wird. Und ein drittes Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Durchhalten. Trotz des schwierigen Finals, denke ich mal, ein würdiges. Und dann sehen wir uns dann demnächst bald wieder. Macht's gut. Tschüss.